Hingabe entsteht ja, kann nicht willentlich gemacht werden. Hingabe ist ja eine Art von Kapitulation. Und man kann nicht absichtlich kapitulieren. Also natürlich würden wir sofort denken, ah ja, wenn ich kapituliere, kann es kommen und mich retten. Vorher nicht. Deswegen kapituliere ich. No, das ist ja genau wieder eine Idee, wie man aus der Sache rauskommt. Kapitulieren geschieht, wenn man nicht mal anders kann. Wenn es aus ist, wenn man mit seinen Mitteln am Ende ist und tatsächlich und vollumfänglich sagen kann, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht mehr, dann geschieht es. Und das ist dann Hingabe, weil einem nichts anderes mehr übrig bleibt. Aber man kann das nicht vorwegnehmen oder sich gar noch aufdrücken. Ich gebe mich immer hin.